Im Januar ist der Baikal-Kulak-Saison-Kurz Baikal zu IB gekommen. Seither hat er mit dem Club Höchst und Teufs erlebt. Aber auch persönlich hat es der Baikal bei IB nicht immer einfach gegangen. Zeitlich ist der 25-Jährige mehr auf der Ersatzbank gehockt, als in der Startformation gestanden. Das hat sich jetzt geändert. Im System des Trainer Petkovic scheint der Baikal eine wichtige Rolle zu spielen. Und so hofft er natürlich auch morgen im Spiel gegen Aarau von Anfang an auf dem Platz zu stehen. Der Michael Bortner berichtet. Nach dem Auswärtssieg gegen Xamax und dem Kantersieg daheim gegen Luzern scheint für IB im Moment die Sonne. Auf der Sonnenseite des Fußballerlebens steht seit diesen zwei Spielen auch der Baikal wieder. Sowohl gegen die Neuenburger wie aber auch gegen Luzern ist er sonst oft überzählig Baikal in der Startaufstellung gestanden. Persönlich ist es sicher für das Gefühl und für Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, ist es sicher sehr gut gewesen. Aber ich tue das nicht überbewerten und versuche einfach der Mannschaft Stabilität zu geben, ein bisschen zu reden, organisieren und mit Teil dazu zu beitragen, dass IB einfach erfolgreich ist. Dass die Lieblingsposition von Nummer 6 bei IB eigentlich im defensiven Mittelfeld ist, das ist ein Hoffnungsgeheimnis. Trotzdem fühlt sich der momentan Abwehrchef von IB ohne Reihe weiterhinger absolut wohl. Ich spiele lieber im Mittelfeld, das ist klar. Aber jetzt muss ich sagen, in diesem System, ich sage, das ist nicht Libero, sondern ja, da kannst du fast eigentlich aus aufgerückten Sechser spielen. Wenn du das ein bisschen clever machst, dann kannst du einfach auf einen Zehner von der gegnerischen Mannschaft drauf. Und das hilft, denke ich, der Mannschaft. Und ja, es ist eine gewisse Stabilität einfach da. Es spricht eigentlich nichts dagegen, dass der Baikal auch morgen gegen FC Aarau wieder in Startaufstellung wird stehen. Und eine stabile Abwehr im Auswärtsspiel gegen einen direkten Konkurrenten um den dritten Platz ist sicher vonnöten. Wenn man so offensiv spielt, dass man einfach trotzdem defensiv die Organisation behalten kann. Und darum ist es wichtig, dass der Marco von ganz hinten und von hinten geredet wird. In der zentralen Achse ist es einfach wichtig, dass man Leute hat, die einfach ein bisschen kommunizieren können. Und dann ist es nachher eigentlich nicht entscheidend, ob auswärts oder daheim. Der momentan grösste IB-Trumpf ist aber sicher weiterhin die Offensive. Und da scheinen die Spieler von IB seit dem letzten Spiel vor zwei Wochen nichts verlernt zu haben.